Hi bei Kugelbahn.de. Mit Gravitrax Pro erscheinen ja auch zwei neue Actionsteine, die auch problemlos mit dem alten Gravitrax verwendbar sind. Und zwar ist das der Mixer und der Splitter. Und in diesem Video schauen wir uns den Splitter einmal genauer an. Okay, hier ist der Karton. Der ist noch original verschweißt. Das packen wir jetzt einmal aus. Und bei diesen neuen Erweiterungen war ja die Frage im Vorfeld, ob die nicht zu sehr zufallsbasiert sind, also die Kugeln in jede beliebige Richtung laufen können. Aber das probieren wir jetzt gleich aus. Hier ist der Kartoninhalt, das sind ein paar Tütchen. Das sind die Grundsteine, hier die grünen Einsätze und hier sind so kleine transparente Platten drin, die man ja auch schon aus der Vorschau kennt und hier eine kleine Aufbauanleitung. Also eigentlich alles wie gehabt bei Ravensburger Erweiterungen. Der Aufbau dürfte jetzt nicht zu kompliziert sein. Das ist auf jeden Fall der untere Stein. Dort kommen dann die grünen Einsätze rein, wo die Kugeln aufgefangen werden. Der hat zwei Ausgänge und da müssen natürlich diese Teile platziert werden. Einmal so und dann noch einmal in die entgegengesetzte Richtung. Genau, das müsste so passen. Dieser weiße Knubbel lugt da so zwischen hervor. Diese Platte ist für oben und hier kann man schon erkennen, dass da ein Pfeil drauf ist. Von daher ist das vielleicht doch nicht so ganz zufallsbasiert. Diese Kreuzung mit Loch sozusagen, die muss jetzt oben drauf gesteckt werden. Und dafür sind diese kleinen transparenten Plättchen dann da, die als Wände fungieren. Nee, so rum war schon richtig, nur es war vertikal falsch gedreht. Also muss das auch nach innen. Die schrägen Seiten müssen also nach innen zeigen. So, und so wäre der, halt, ist auch verkehrt rum, der goldene Käfig, der transparente Käfig für den Splitter schon fertiggestellt, wo jetzt noch der Deckel drauf muss. Also, so sitzt das, glaube ich, schon. Ich muss mal drunter schauen. Ja, hat genau reingepasst. So sitzt der und hier oben kommt die Klappe reingesetzt, die sich dann dreht. Und die dreht sich nicht einmal um die eigene Achse, sondern immer nur um 180 Grad. Und somit ist der Faktor Zufall auch rausgenommen, weil die ja dann immer da liegen bleibt und sich nicht durchdrehen kann. So, ich habe eine kleine Beispielbahn schnell aufgebaut. Hier ist der Startknopf und die zwei Kugeln starten. Ich probiere es erstmal mit zwei Kugeln aus, die dann hier in den Splitter reinlaufen, sich dann sortieren müssten. Die laufen beide gleichzeitig rein, weil die beiden Strecken jeweils gleich lang sind. Und dann kommen die aus dem Splitter, hoffentlich aus zwei verschiedenen Richtungen raus und laufen hier in die beiden jeweiligen Zielpunkte. Wir starten das ganze Ding einfach mal. Das ist auch okay, da sind, das ging aber schnell, dass sie da durchgefallen sind. Sind auch beide gleichzeitig, okay, die ist jetzt zum Beispiel auch da durchgerollt. Also, das kann also auch passieren. Okay, dann probiere ich jetzt mal hier die Strecke zu verlängern. Und drücke auf Start. Okay, es sind trotzdem beide ziemlich gleichzeitig reingelaufen, aber sie sind in zwei verschiedenen Wegen da rausgekommen. Mache ich jetzt nochmal. Okay, also schon ein wenig Zeitverzögerung genügt wohl, dass die Kugeln an zwei verschiedenen Enden rauskommen. Ich verkürze das jetzt noch, verlängere die Strecke von der anderen Kugel jetzt noch mal mehr und setze die blaue wieder hier vorne rein und starte. Kann man dann deutlich sehen, wie die spätere Kugel auch wirklich in eine andere Richtung fällt wie die erste. Dieser Pfeil zeigt halt an, wo die
Kugel, die als nächstes reinfällt, rausfallen wird. Es ist also quasi wie eine Weiche, nur von oben nach unten. Und funktioniert auch sehr gut. Jetzt müsste man mal was anderes ausprobieren. Und zwar schieße ich mal mit einer Gausskanone eine Kugel da rein. Und dann gucken wir mal, wie das Ding auf eine Gausskanone reagiert. Okay, da vom Schwung her auch in Ordnung. Und fällt aber auch dann vorne und hinten durch. Also der Schwung von der Gausskanone auf den Splitter drauf scheint hier egal zu sein. Klar, das Ding dreht sich ja auch nur in die Richtung, in die es auch gerade steht. Das Ganze probiere ich jetzt nochmal höher gebaut, weil die Kugel ja dann auch mit mehr Schwung in den Splitter hineinläuft. Kann nämlich dann sein, dass die Kugel hinten aus dem Splitter rausgeschossen wird. Genau, das ist das Problem, dass die Kugel dann hinten rausgeschossen wird. Aber auch nicht grundsätzlich. Da könnte man jetzt Abhilfe schaffen mit einem Fänger, den man dahinter platziert. Nochmal der Versuch mit der Gausskanone mit zusätzlich platziertem Fänger, dass die Kugel auch zuverlässig in den Splitter reinläuft. Okay, da ist sie ja an der Kante jetzt hängen geblieben. Ich glaube, ich habe die Klappe falsch rum reingemacht, aber das kann man ja gar nicht falsch rum reinmachen. Da ist jetzt eine kleine Kante drin, wo die Kugel dran hochspringt und jetzt läuft sie trotzdem durch den Splitter durch. Der nächste Versuchsaufbau wäre jetzt, ich lasse die Kugel über den Jumper in den Splitter hüpfen. Der sitzt hier hinter, das kann man jetzt nicht so gut erkennen aus der Perspektive. Ich kann aber auch die Kamera einfach ein bisschen wegstellen. Ich glaube, so erkennt man das noch am besten. Und meine beiden Zielanläufe sind jetzt einmal hier und einmal hier hinten. Und ich nehme jetzt die rote Kugel und starte einfach mal. Und das funktioniert auch. Jetzt müsste die Kugel eigentlich dann in die andere Richtung rauskommen und in diesem Feld landen. Okay, das klappt. Jetzt tausche ich mal den Jumper gegen eine Kaskade aus. Ob die nicht vielleicht sogar hinten wieder rausfallen könnte. Nee, das scheint hinzuhauen mit den 3,5 Höhensteinen. Und noch einmal. Ja, okay. So, der nächste Versuch ist jetzt mal mit mehreren Kugeln, die in den Splitter laufen. Dafür habe ich jetzt zwei Tipp-Tubes genommen. Der andere steht hier drüben. Und jeweils schon mit zwei Kugeln vorbestückt. Und die laufen dann in den Splitter rein. Und mal schauen, wie das Gerät dann mit 6 Kugeln quasi gleichzeitig zurechtkommt. Ich starte jetzt erstmal den einen Startknopf. Und jetzt kommen die 3. Und okay, das hat funktioniert. Auch wenn die anderen erstmal oder eine der anderen erstmal auf die andere Seite noch gerollt ist. Das nochmal starte, ob wieder 2 in die eine Richtung laufen, weil dann könnte man ja von einer gewissen Konsistenz ausgehen. Jetzt ist überhaupt keine durchgerollt. Interessant, noch einmal. Okay, und jetzt sind die beiden Kugeln in die andere Richtung gelaufen. Okay, die Klappe hat sich natürlich auch umgedreht. Ich mache das jetzt nochmal alles mit 3 Kugeln, beziehungsweise mit 2x3 Kugeln, und zwar gleichzeitig. Schauen wir mal, was das jetzt für ein Kugelchaos gibt. Okay, also 2 blaue sind liegen geblieben, weil die dann einfach nicht mehr über die Kante gelaufen sind. Aber da machen wir natürlich auch noch einen zweiten Versuch und los. Und jetzt sind alle durchgelaufen. Ich habe hier eine rote und eine blaue und da 2 blaue und 2 rote und starte erneut. Ja, mehr schlecht als recht.
Ja, als Fazit kann man sagen, der Splitter ist eigentlich nichts anderes als eine Weiche, nur funktioniert er halt von oben nach unten. Und genau wie die Weichen in Gravitrax verträgt auch der Splitter nicht allzu viele Kugeln. Also man darf nicht zu viele Kugeln reinschmeißen, dann wird es problematisch, beziehungsweise die Kugeln kommen dann einfach auch viel zu zufällig da raus. Ebenso ist es halt schwierig, wenn die Kugeln zu schnell sind, dann rauschen die auch gerne komplett durch den Splitter durch und treten am anderen Ende raus wieder und laufen dann sonst wohin. Darum sollte man halt bei der Konstruktion darauf achten, dass hier die Kugeln mit der entsprechenden Geschwindigkeit in die Erweiterung reinlaufen. Diese grüne Klappe hier wird so eingesetzt und dann muss da einmal fest drauf gedrückt werden, dass das einrastet, was man auch gut hören konnte. Und dieser Pfeil, der da drauf ist, ich hoffe, man kann den erkennen, muss halt in Richtung von einem der beiden Ausgänge zeigen. Und dann setzt man das Ding wieder da drauf. Der Splitter ist auf jeden Fall eine coole Erweiterung für Gravitrax und ist halt auch nicht beschränkt auf Gravitrax Pro, sondern lässt sich mit allen bisher erschienenen Teilen von Gravitrax kombinieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, klickt den Daumen hoch und aktiviert am besten auch noch das Bimmelglöckchen, denn hier erscheinen demnächst noch mehr Gravitrax Videos, gerade weil ja Gravitrax Pro gerade rauskommt und aktuell ist. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Bahnbauen und bis zum nächsten Video hier bei kugelbahn.de.